Ja, hallo und willkommen. Nicht aus der Eiswelt, wie ihr seht. Die einen oder anderen, die fleißig zuschauen und auch bei Twitch zuschauen, wissen natürlich, dass wir inzwischen woanders angekommen sind. Und zwar sind wir jetzt hier unten. Ich zeige es nochmal auf der Karte. Ist vielleicht gar nicht schlecht, dass ihr euch ein bisschen orientieren könnt. Die alte Base lag hier an diesem See. Die neue liegt jetzt hier und da ist eigentlich der Punkt, wo wir wieder zurück müssen. Der Grund ist, dass diese Base jetzt ganz nah an dem Gebiet der Eisbären, das fängt hier nämlich an, ist. Und wir dann relativ einfach so immer wieder respawnen können, falls wir sterben sollten. Und nicht unbedingt auf die Teamkollegen angewiesen sind, weil es kann ja sein, dass er durchaus auch das ganze Team tötet. So, ja, wir haben ein sehr einfaches Haus hingestellt. Hat ja gesagt, wir machen ein 8:3 Haus. Ich muss zugeben, dass das dann doch kleiner ist, wenn man da drin steht, als man denkt. Weil es kein 8:3 Haus ist. Es ist so ein 4:3 Haus. Okay, das erklärt's. Oder hat die 4:3 gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, wie ihr seht, haben wir hier einen Stall. Wir haben hier auch inzwischen für ausreichend... Naja, hätten wir eigentlich für ausreichend Wasser sorgen müssen. Ich sehe gerade, das ist nicht der Fall. Dann geben wir den Tieren schnell nochmal was zu trinken. Tiere büchsen leider ganz gerne hier aus. Und ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Oh, wir haben noch keinen Schlafplatz. Das ist der ganze Gang, seht ihr mal. Vielleicht auch deswegen. Hier ist der Dirk. Der ist nämlich auch schon online, aber holt gerade seine Tochter ab. Das heißt, das wird ein bisschen dauern, bis er dann hier ist. Oh, wir brauchen noch Felle. Deswegen. Dann tue ich mal meine Felle hier rein. Vielleicht kann das der Dirk dann bauen, wenn er zurück ist. So, und also ist recht einfach. Wir hatten ja die große... Bearbeitungsbank hat man ja mitgebracht, wir haben den Kamin habe ich mitgebracht, ja, und wir haben Schlafsäcke hatte Dirk mitgebracht, wir haben noch einen Amboss dazu gebaut, ne, die Werkbank und der Oxidlösungsmittel ist da schnell gebaut, Textilbank ist auch schnell gebaut, ne, das haben wir alles dann selber nochmal schnell gebaut und ja, wie ihr seht, unsere Tiere können sogar über die Mauer gucken, wenn sie uns sehen wollen, ja, also ein bisschen schnucklig das zu Hause. Aber was das Wichtigste ist, ist es halt ganz nah in der Nähe des Jagdgebietes. So, und da gehen wir jetzt auch hin, auch wenn es Nacht ist. Einfach aus dem Grund, weil ich nicht schlafen kann, weil der Dirk nicht da ist. Ist ja eigentlich gut, dass die Wasserflasche da unten ist. Dann frieren wir auch nicht so schnell. Gucken wir mal. Ah ja, okay. Eigentlich schon nur der Wand zu folgen, das war eigentlich da. Ja, und sagt so, da ist doch keine Wand. Ich meine natürlich Felswand. Hase. Mann, hier gibt es aber viele Gewitter.
Das dürfte das letzte sein. Es kommt ja jetzt die Schönwetterphase. Dann müssen wir. Doch, bin richtig. Vor die nächste Schlechtwetterphase entweder hoffen, dass der Dirk zurück ist. Oder selbst nochmal zurück und ausreparieren gehen. Sehr schön. Eisbär ist in the house. Okay, ich kann die mit dem Bogen anscheinend die höherwertigen Pfeile nicht schießen. Jetzt haben wir nur ein Problem, ich sehe den Eisbär nicht. Ich sehe ihn nicht. Versuche jetzt anhand der 3D-Ortbarkeit der Kopfhörer ausfindig zu machen, wo er ist. Die aber hier nicht so wie bei Hand unterstützt wird. Das heißt also, wir sind blind. Oh, man könnte auch sagen. Hä? Wie hat er mich denn noch erwischt? Hä? 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 Ich bin dem doch ausgewichen. Will das Spiel mich verarschen? Na super, hier brennt es. Ich sehe nichts, ich kann nicht schlafen gehen. Ich sehe gar nichts. Ich laufe hier in den Felswand und ich merke es doch nicht mal. Ich sehe gar nichts. Ramdösig gar nichts. Bin ich jetzt in der richtigen Richtung unterwegs? Nee, ich muss doch in die Richtung. Nach Osten.
muss zugeben, dass das wahrscheinlich ziemlich sinnlos ist, was ich gerade mache. Eisbär. Ich weiß nicht, ob das der Eisbär ist, gegen den ich versucht habe zu kämpfen. Die scheinen zumindest nicht so angriffslustig zu sein. Wie die normalen Bären. Ich konnte mich doch jetzt relativ gut an ihm ran nähern. Bin ich jetzt einigermaßen, ja. Da bin ich. Oh. Sehe nix. Ich weiß nicht, wie der das macht. Wie macht er das? Der dreht ja gar nicht und trifft mich trotzdem. Oder ich sehe es einfach zu schlecht. Ich kann es euch nicht sagen, aber ich versag gerade völlig. Oh. Gut, das Feuer ist Gott sei Dank inzwischen aus. Nein, dafür brennt es da jetzt. Ah ne, und da brennt es auch. Ich nehme es zurück, das Feuer ist nicht aus. Es ist einfach nur woanders. Wie viel Uhr haben wir denn? 3 Uhr nachts. Ja gut, 3 Stunden noch, da wird es Tag. Das jetzt hier viel Sinn macht, alleine gegen mich mit einem Eisbären anzulegen, weiß ich nicht. Ich scheine ihm ja nicht viel Schaden zu machen, ne? Ich treffe den ja nur 3-mal. Und ich glaube, wenn ich es richtig Erinnerung habe, ich weiß es nicht, ich habe ja keinen Balken, ich sehe den Energiebalken ja nicht. Ich meine, der jedes Mal, wenn ich sterbe, hat er wieder 100% Energie zurück. Wird vom Spiel nicht gespeichert, dass man schon Schaden gemacht hat. Ich meine, das war so. Aber man sieht aber auch nachts wirklich überhaupt nichts. Als würde es sich in der Waldwelt. In dem normalen Biom. Gehe ich in die richtige Richtung? Ja. Bär ist schon wieder in der Nähe. Oh, super. Oh, super. Super. Mensch, ich tue dir doch nichts. Okay, ich muss zugeben, das hat nicht viel Sinn, was ich hier versuche, alleine gegen den Eisbären. Oh.
Ich meine, ich habe Punkte genug. Mir soll es vom Leveling egal sein. Ich bin Level 50, kann eh nicht mehr höher spawnen. Okay, Dirk verliert Lebensenergie. Zwischen 4.30 Uhr. Ah, da scheint das Feuer so langsam auszugehen auf der Seite. Hier sieht es doch nicht so gut aus. Ja, ich würde mal sagen, ich drücke jetzt auf Pause. Ah, seht ihr nichts? Ihr seht noch weniger als ich. Also ich glaube, das ist überhaupt nicht sinnvoll, was ich hier mache. Also ich drücke mal auf Pause und ich schalte wieder ein, sobald es Tag ist. Alter. Man kann auch später Giftpfeile machen, ne? Ja. Hallo, meine Freunde. Ja, Dirk ist wieder da. Von daher, wir versuchen es jetzt zu zweit. Der erste ist direkt hier am Anfang. Ja. Ja, das bin ich. Hey, da vor dir ist einer. So läufst du weg. Oh, hat er mich getroffen, ey. Bist du den gerade, oder? Ja, ja. Oh, jetzt hat er mich, glaube ich, oder? Also, jetzt hat er mich, glaube ich. Ich bin tot. Daher, ich treffe den nicht kritisch. Ja, geil, er liegt. Sehr, sehr gut. Nummer 1. Ja, stimmt. Das gute Messer. Das gute Messerchen. So, dann nehme ich die ganzen Pfeile an mich und gebe dir dann die einen und ich nehme die anderen wieder. Einverstanden. Das brauchen wir nicht, ne? Pass auf, das waren welche Pfeile? Die hier. Hast du nur 3 Stück geschossen? Ich habe eigentlich mehr geschossen, habe ich schwer getroffen. Oder sie haben sich schon zerstört. Nee, hey, du hattest normale, ne? Ja. Ich hab geschossen am Anfang. Das kann sein, ja. Wenn ich mich vertan habe, ja. Oh. Muss mich heilen. Ja, ich auch. Aus Fasern. Ich hab Fasern. Ja, ich hätte welche mitnehmen sollen. Ich hab welche. Linge. Ja, hier liegen ja genug rum. Alles gut. Ja, ich hab 600 bei. Du brauchst ja die große jetzt bei dem. Ja, du brauchst eigentlich mehr dieses Ding, wo du Knochen für brauchst. Apropos Knochen für brauchst. Das nächste. So. So. Nächste. So, das heißt. Mal was essen, wa? Sollten wir uns nachher mal ein Feuerchen machen? Weil das Fleisch kann man ja auch direkt braten, ne? Mhm. Bis zum nächsten gehen. Ja, schon mal weiter. Kommt schon wieder gutes Wetter. Also wir haben jetzt insgesamt 8. Oh, da ist wieder ein Bär. Mhm. Vor uns. Guck mich an, du Bär. Ah, da ja. Dreh dich rum, du Bär. Doch hier auf den Hügel hoch, dann hast du von der Seite. Ah, jetzt kommt doch.
Hat dich gesehen. Laufe! Wie weit bin ich weg? Nicht weit. Nicht weit. Als ich krieg einen Headshot hin. Aber wenn ich weit genug weg bin, dass ich da drehen kann. Eigentlich nie. Okay. Ah, du machst schon. Ich mach schon. So. Du hast Knochenpfeile, ne? Nein, ich hab die Höhlenpfeile. Hä, wieso hab ich jetzt schon wieder Knochenpfeile drin gehabt? Weiß ich nicht. Ich hab die Höhlenpfeile. Bei mir kommen die immer wieder zurück, ne? Daher. Okay. Wie viele hast du jetzt Eisbärenfälle rausgeholt? 10. 7? 10. 10? 10. Ja gut, dann machst du das besser. Dann müssen wir noch irgendwann mal Höhlen suchen. Das Problem ist, dass wenn du das machst, oh, du lässt mich zuerst meine Pfeile rausziehen. Ja, oder so, ja. Wenn du 10 holst und ich nur 4, dann machst du das da besser. Ist da rechts ein oder ist ein Stein? Hinten also rechts. Sieht aus wie ein Stein. Das ist auf jeden Fall eine Höhle. Da müssen wir nachher Würmer rausholen. Aus den Würmdingern kann ich Pfeile bauen. Später mal. Wie brauchen wir denn? Würmdinger? Ja, wo, wenn du die Würmer tötest, da fällt ja die Platten ab und die komischen Herzen, ne? Mhm. So, und daraus kann ich dann die Pfeile bauen, die ich habe. Ja. Keine mehr. Da ist irgendwo einer. Ich höre einen Knochen. Da oben. Da ist er. Pass auf, ich hole mir wieder. Den muss ich zuerst treffen. Boah, daneben. Ja, jetzt sehe ich ihn wenigstens. Komm auf dich zu. Alter. Lauf eine Runde. Ich hab mich schon wieder angeschaut. Warte mich. Oh, ich bin zu langsam. Scheiße, ich bin zu langsam. Meine Energie war weg. Wie gleich. Ach, zuerst zieh ich mir Pfeile raus. Ja, alles klar. Ich habe jetzt erstmal alle rausgezogen, die hier rum sind. Oh, ich muss mich wieder, muss Heilung bauen. Maximal baue ich jetzt. Vierzehn habe ich rausgekriegt. Gut. Ja, ich habe dieses Platinmesser, deswegen. Ach so, ja, ich habe das vom Raumschiff da. Mhm. Ich hab mir das mal gebaut, weil meins vom Raumschiff kaputt war. Also sehr viel mehr Schaden mache ich aber mit dem Plusfallen nicht, muss ich sagen. Nicht? Nee. Ja, wenn ich den scheiß Kopf treffen würde, aber wenn du von der Seite schießt, kriegst du den einfach nicht. Aber wir können jetzt erstmal losgehen. Gesundheit niedrig, ja, ich weiß. Ah, ich hab doch Pfeile für dich, ne? Die 4 Stück hab ich rausgezogen. Du musst erstmal
Das ist ein Mammut. Du musst erstmal, wenn ich ihn anschieße, muss er erstmal neben mir stehen. Weil dann kannst du von vorne genau auf den drauf schießen. Dann müsstest du den Kopf treffen. Mhm. Wenn du seitlich stehst, ist es natürlich schwierig. Ja, tristet einfach dich. Ob man hier auf Pinguine treffen? Nein. Nö, aber ich ende mal die Folge an der Stelle. Wir haben ja jetzt schon einiges zusammen an Pelzen. Ich weiß nicht, was hast du? Wie viele? Ich hab 4 Stück erst, weil ich kann nur 4 rausholen. Okay, dann haben wir 8 plus das meine. Plus die 24, da haben wir jetzt 32 schon mal. Das ist ja schon. Und die 4, die ja im Lager liegen, ne? Ja, habe ich schon was zugezählt. Das ist ja schon ganz okay, da höre ich noch einen. Ich sag mal bis dann. Tschüss. Frage. Am besten ist, wenn ich den jetzt von hier aus